gerade dazu was sagen. Ich bin ja bei der Forstbetriebsgemeinschaft angestellt. Die Forstbetriebsgemeinschaft ist ein Verein, eine Selbsthilfeorganisation von Waldbesitzern. Da kann ich Ihnen dann auch später, wenn Sie wollen, auch gleich so ein Ding geben. Mit den Informationsbroschüre von der Forstbetriebsgemeinschaft. Danke. Und wir haben über 2000 Mitglieder. Und es sind überwiegend Waldbesitzer. Deswegen heißt es Forstbetriebsgemeinschaft. Früher hieß es Waldbauernvereinigung. Aha, ja, das Wasser ja. In, ne? Das habe ich schon mal gehört. Ja. Nimm mir nachher eins. Okay. Na komm, ich nehme deins mit. Okay, gut. Ich krieg dann mal Geld von dir, gell? Das, ja, fürs Tragen. Das ist einfach nur zur Information, da können Sie sich reinlesen, was wir alles machen. Das soll jetzt keine Werbung sein für die Forstbetriebsgemeinschaft. Wie gesagt, wir haben jetzt, glaube ich, 2300 Mitglieder. Ja. Arbeit haben wir genügend. Diese Großzahl der Mitglieder ist der Besitzstruktur geschuldet, wo wir hier in Mittelfranken haben oder auch im Landkreis Nürnberger Land. Das ist alles viel, sehr viel Kleinprivatwald. Also wir haben eine durchschnittliche Besitzgröße von Wald von 102 Hektar. Und das kommt daher durch diese Realteilung bei den Erbschaften immer. In Oberbayern gab es das ja nicht, da gibt es ja immer dieses, weiß ich, wie man das wieder nennt, dass einer von den Nachkommen alles erbt. Mhm. Hier bei uns, die evangelischen Gebiete, die haben diese Realteilung, dass man dann einfach, der Besitz wird aufgeteilt unter den Erben. Deswegen wird das immer kleiner. Deswegen ist diese Besitzstruktur so, dass es da eben unter 2 Hektar ist, dann ist es auch schwierig zu bewirtschaften oder schwierig irgendwas damit zu machen. Wir sind eben dazu da, diese Waldbesitzer zu beraten, was sie da machen können. Oder wenn sie mal ein Holz verkaufen wollen, dann organisieren wir das auch für sie. Oder auch durch Forstungsmaßnahmen. Diesen Wald, wo wir jetzt stehen, zählt rein sprachlich immer noch zum kleinen Privatwald, aber für unsere Strukturverhältnisse ist es ein großer Wald. Mhm. Dieser Besitz von hier, der Wald hier gehört zur Tetzelschen Stiftung, das ist Stiftungswald. Und Tetzel, wenn Ihnen das was sagt, das Tetzelschloss in Kirchensiebenbach. Ja, das ist eben ehemaliger Patrizieradel. Die haben ja hier, da gibt es ja hier im Umfeld von Nürnberg, viele solche Schlösser, die immer diese Patrizierabe waren. Wir haben in Kirchensiebenbach ja das Tetzelschloss, in Eschenbach Ebener Schloss. Der Stromer. Der Stromer in Altdorf drüben, ja. Grünsberg, genau. Diese Wälder betreuen wir. Die Forstbetriebsgemeinschaft hat mit diesen Stiftungen Verträge abgeschlossen, langlaufende Verträge, dass wir diese Wälder betreuen. Das heißt, wir beförstern das. Wir kümmern uns um diese Wälder, weil die sind meistens so groß wie hier. Die Tesselsche Stiftung, der ist 200 Hektar groß, der Wald. Das ist einer unserer größten Besitzer. Dann gibt es ja noch die Tuchersche Stiftung. Die sind so groß, die machen das selber, das sind 500 Hektar. Aber da kommt dann gleich danach dann die Tesselsche Stiftung, ebenso Stiftung mit 70 Hektar und Stromer sind 50 Hektar. Rein halt landwirtschaftliche Flächen haben die auch noch dazu. Aber das ist nicht unser Metier, wir kümmern uns nur um den Wald. Das macht der Verein. Wir werden dann auch darüber bezahlt sozusagen. Also ich bin da fest angestellt bei dem Verein. Ich bin kein Staatswaldförster, habe aber dieselbe Ausbildung durchlaufen. Ich bin studierter Förster, ich bin Diplom-Ingenieur Forstwirtschaft und habe in Leinstefan studiert. Wir machen eigentlich dieselbe Tätigkeit wie die Staatswaldförster oder die Literatusförster, sind nur auf privater Ebene zuständig. Und nochmal die gleiche Bezahlung. Wie der Staat. Nicht ganz, nein. Ja. Vor allem auch nicht dieselbe Berentung. Ja, eben. Ja. Und dann aber haben sie sich trotzdem das gewählt, dass sie dann nicht den Sicherheitspunktus haben. Bei mir ist es ein bisschen speziell. Ich bin Quereinsteiger. Aha. Ich habe vorher schon zwei andere Berufe gelernt und ausgeübt. Aber bin dann zu meinem Traumberuf noch gekommen, bin praktisch Spätberufener. Ich bin erst mit 30 studieren angefangen. Und dann ist es schwierig, in den Staatsdienst reinzukommen. Ja, okay. Also mit 35, 38, die Verbeamtung läuft dann immer, ist es schwierig. Zu dem Zeitpunkt, wo ich studiert habe, war dann auch das Problem, dass die mit den Reformen begonnen haben. Die Staatsforstreformen, da haben sie dann auch nicht mehr jeden, der studiert hat, übernommen. In den Staatsforst, früher war das ja so, dass jeder, der Staatsprüfung geschafft hat, auch genommen wurde. Bei uns war es dann so, dass sie dann von den 50, 60 Leuten, die Staatsprüfung geschafft haben, nur noch 6 bis 10 genommen haben. Ach ja. Dann muss man sich halt andere Gebiete suchen oder andere Arbeitgeber suchen. Ja. Ich war erst einmal knapp 10 Jahre selbstständig tätig
Und dann bin ich bei der Forstbetriebsgemeinschaft hier eingestiegen, weil eben diese Forstbetriebsgemeinschaften sollen dann praktisch die Arbeit übernehmen, die die Förster praktisch eingespart werden beim Staat. Und dann schaffen die natürlich eine Arbeit. Das ist praktisch eine Privatisierung dieser Arbeiten. Für mich war das ein sehr gutes, eine sehr gute Wendung, weil ich bin aus der Gegend hier, ich bin gebürtiger Alfelder und wohne in Westbruck, bin aufgewachsen in der Gegend. Ich habe jetzt meinen Arbeitsplatz hier in dieser Gegend und der Arbeitsplatz ist wunderschön. Wir haben eine wunderschöne Gegend hier, ich fühle mich hier sehr wohl. Ja, schon. Und ich habe vor allen Dingen ein freies Arbeiten hier. Ich kann mit diesem Wald hier machen, was ich will. Also ich spreche das zwar immer mit dem Administrator der Stiftung ab, aber ich bin der Fachmann. Er ist auch auf derselben Wellenlänge wie ich, von dem her sind wir uns da oft einer Meinung und da kann ich dann eigentlich sehr frei arbeiten hier. Damit es nicht zu frei wird, gibt es natürlich eine Planung. Der Forst hat eine 20-jährige Planung. Wald ist ja anders wie die Landwirtschaft langfristig ausgelegt. Da wird dann mal eine Inventur gemacht und dann wird auf die nächsten 20 Jahre geplant. Und diese Planung gibt es ja auch. Da hat man Vorgaben, die man einhalten kann, aber nicht muss. Halten wir in der Regel auch nicht ein, weil die immer Optimalwerte annehmen bei dieser Planung. Da wird dann auch ein sogenannter Hiebsatz berechnet und angegeben, den man pro Hektar und Jahr machen kann. Das ist hier ungefähr 10 Festmeter oder Kubikmeter auf Hektar und Jahr. Bei 200 Hektar, kann man sich ausrechnen, wären das 2000 Festmeter im Jahr, wo ich hier raus machen könnte. Habe ich noch nie erreicht, will ich auch gar nicht machen, weil es so meiner Meinung nach an die Substanz geht. Also da macht man dann schon viel von den starken Bäumen heraus. Das ist nicht meine Intention. Die Struktur hier ist so eben, dass wir hier 200 Hektar haben, wo wir 80% ungefähr Nadelwald haben. Und davon, von diesen 80%, sind wieder 90% die Fichte. Und das ist die Problematik hier. Die Thematik kennen Sie ja mit der Klimaerwärmung. Gerade die Fichte hat da sehr stark damit zu kämpfen. Borkenkäferproblematik ist eben, ja, vom Land her kommt auch ein Begriff. Und da haben wir auch schwer damit zu kämpfen. Hier in dem Bereich jetzt weniger, obwohl wir da vorne um die Kurve, wenn wir an den Baum ziehen. Oder die Lücke, die da auch ist, die größere Lücke, wird Borkenkäfer. Da mussten wir diese Bäume müssen wir rausmachen. Wir sind da Gesetz dazu verpflichtet. Und das ist auch vernünftig, weil er dann diese Farm, man will verhindern, dass er eine Massenvermehrung kommt. Wir hatten vor 10 Jahren hier im Gebiet, im ganzen Landkreis, eine Massenvermehrung, wo jetzt wo zum Beispiel in einem Jahr tausende von Kubikmetern Holz vom Moritzberg in der Nordseite geerntet werden mussten. Das sind riesen Treibflächen entstanden. Das will man natürlich vermeiden. Und hier jetzt in diesem Wald kann ich Ihnen jetzt mal diese Struktur, Besitzstruktur von der Kessel-Stiftung zeigen. Das ist jetzt hier so eine Karte. Das nennt man Forstbetriebskarte. Alles, was gut ist, ist der Besitz von dieser Tesselschen Stiftung. Es gibt nur zweite Karte, wo kleinere Gebiete sind, die nur weiter weg liegen, aber das ist ja das zentrale Gebiet. Wir haben hier unten unter Grunde. Ja. Da, die Mürsemacher sind jetzt gerade nicht mehr drauf, das ist da unten an der Kante. Wir sind hier im Ort durchgelaufen, hier rein zur Orientierung und diesen Weg entlang gelaufen. Das ist hier der Waldrand hier, das ist dann alles schon diese Tesselschen Stiftung. Und dann sind wir hier entlang gelaufen. Dieses Eck hier ist Privatwald, das nicht zur Tesselschen Stiftung gehört. Und wir sind jetzt da durchgegangen, sind jetzt hier auf dieser Höhe. Ach, Privatwald, so weit sind wir schon. Und wie laufen wir beide? Wir gehen dann wieder zurück, gehen hier ein Stück durch den Wald auf diesem Weg. Ja. Dann gehen wir da oben und durch den Wald hier wieder runter, durch diesen Weg wieder raus. Jawohl. Und ich also, habe. Gibt es Privatwald im Privatwald, genau. Und ich muss dann nicht mal klarstellen. Nein, da oben ist, das geht alles, ist Sippenbachtal hoch. Hier ist, Kirchensippenbach, da ist Aspertshofen, da ist hier das Sippenbachtal, das ist ja von Nord nach Süd. Da gibt es nämlich auch ein. Also, ja, das gibt's, diese Namen kommen häufiger vor. Okay. Da gibt es häufig einmal so. Was haben wir da? Eben Vogelsberg Bärengraben oder diesen Vogelherd gibt es da eben. Den Vogelherd gibt es da zwischen Hersbruck und. Genau, und Engeldorf ist der Vogelherd rum. Genau. Und das sind so, zur Orientierung hat man diese Distrikte, Walddistrikte, dann einfach einen Namen gegeben und die sind jetzt so. Diese Karte ist schon ziemlich alt. Die ist von
76. Ach. Also das ist schon älter als 20 Jahre. Wir haben auch noch neue Karten, die habe ich jetzt aber nicht mitgenommen. Die haben sie irgendwie für sich wieder gemacht auf DIN A4. Da kann man den ganzen Besitz nicht übersehen. Mhm. Und die Karte, mit der arbeite ich immer noch lieber als mit den neuen Karten, weil ich hier nur einen Überblick habe. Und ich habe immer ganz gerne einen Überblick, damit ich da einfach da auf die Kollektion oder so. Also das ist, ich arbeite gerne mit diesen alten Karten. Haben wir damals versäumt, wo diese Forsteinrichtung, also diese neue Planung gemacht worden ist, auf diese Karten da zu bestehen. Und dann haben wir jetzt so DIN A4 und einen Block, da muss man immer blättern, ist ja ein Überblick. Wir sind jetzt dann mit einem anderen Stiftungsfall dabei, wieder so eine Planung zu machen. Da habe ich jetzt darauf bestanden, dass wir das nicht. Die sind laminiert. Also praktisch kann man auch bei Regen mal rausgehen, mhm, die Stützen, die halten auch wirklich. Diese verschiedenen Farben sind verschiedene Altersklassen von Bäumen. Mhm. Verschiedene Entwicklungsstadien der Wälder. Mhm. Wir stehen jetzt hier, in dem Bereich hier. Da ist dann nochmal ein Privatwald da vorne in dem Eck. Wir stehen jetzt hier. Und ich habe diesen Punkt jetzt bewusst ausgewählt. Erstens einmal, weil er in der Nähe ist, damit wir nicht so weit laufen müssen. Und zweitens einmal haben wir gerade hier in diesem Bereich jetzt im Winter eine Durchforstung gemacht. Da sehen Sie noch das Ergebnis. Ein Teil, einen kleinen Teil. Wir haben hier auf ungefähr 2,5 Hektar jetzt Januar, Februar, 700 Kubikmeter Holz. Mit Maschine, genau. Mit dem Harvester. Das ist aber krankes Holz, oder? Das ist krank, das ist das schlechteste Holz. Die Unternehmer, die sortieren das gleich, die geben die Vorgaben von uns. Und die sortieren das Holz gleich da unten, das Holz, den kleinen Stapel, den sie sehen. Das war gutes Holz, das war das schlechte. Ist also nur Brennholz quasi. Das ist Brennholz hier. Wir haben verschiedene Bezeichnungen, das ist Stammholz da vorne, ganz normales Stammholz, das geht in die Bauindustrie normalerweise immer. Das hier ist Industrieholz, nennen wir das. Ach so. IL, das ist Spanplatten, weiterer Holz sozusagen. Ach, ja. Entweder geht es in die Spanindustrie oder wir haben auch Interessenten, die das als Brennholz nehmen. Das in der Regel nicht. Pellets, das ist zu teuer und vor allen Dingen haben wir es jetzt nicht gemacht. Da habe ich jetzt sehr wenig rausmachen lassen, Äste drin liegen lassen. Aber wenn wir, wenn der Waldbesitzer das will und wenn wir das für nötig erachten, Fichte zum Beispiel wegen der Borkenkäfergefahr, dann lassen wir auch die Kronenteile rausfahren und dann wird das für Hackschnitzel hergegeben. Da haben wir hier einen kleinen Haufen gehabt da hinten, aber der ist schon weg. Mhm. Aus Waldschutzgründen können wir das auch gleich wegmachen. Die Forstbetriebsgemeinschaft betreibt ja hier in Hörsbruck auch bei der Therme das Hackschnitzelheizwerk. Mhm. Da haben wir praktisch einen direkten Zugriff, dass wir das dann auch gleich bei Zeilen vermarkten oder beziehungsweise abfahren können. Mhm. Weil dieses Holz wird jetzt so, wie es im Wald liegt, verkauft. Und wenn wir das verkauft haben, dann ist der Käufer zuständig für die Abfuhr. Mhm. Das geht immer frei Waldstraße und dann organisiert der Käufer diese Abfuhr. Und dann haben wir keinen Zugriff mehr, wann wir das nicht. Wenn das jetzt lang da liegt, geht da nicht auch wieder was rein dann? In der Regel schon. Mhm. Deswegen sind wir immer darauf aus, dass wir die informieren, wenn die noch was da draußen liegen haben, wie jetzt gerade zu der Zeit eben dann auch da, dass die das noch abfahren. Reingehen darf der Käfer, aber rausgehen darf er. Mhm. Wenn der reingeht, der Käfer, und die fahren das ab, ist das für uns super. Da ist die Population nicht mehr im Wald drin, sondern eben draußen dran. Ja, ja. Und im Sägewerk gibt es aber keinen Schaden. Mhm. Und wer verkauft es? Der Besitzer selber oder Sie? Wir. Sie im Verkauf. Wir haben ein Büro, wir haben einen Geschäftsführer und noch zwei Bürokräfte, die organisieren den Verkauf. Ja. Jetzt habe ich noch eine andere Frage. Ja. Wie ist das jetzt rechtlich? Sind wir jetzt hier im Privatwald? Dürfen wir das überhaupt? Und wie ist das, wenn mir da was passiert? Rechtlich gesehen, das ist Privatwald, ja, das ist Privatgrund hier. Der Weg ist bis zur Kurve hier eigentlich gemeindlicher Weg. Der ist gemeinschaftlich gebaut. Dahinter ist der Weg dann privat, oder eigentlich der Tesselstiftung. Aber es gibt per Gesetz das Recht auf freie Betretung der Natur. Ja. Das ist auch, also kann uns, wenn man da hier wandert oder was, kann das niemand verbieten? Nein, Sie können da durch den Wald laufen, das kann ich Ihnen nicht verbieten. Pilze suchen, Sie können, außer es wäre mal eine Sondernutzung, wenn es jetzt zum Beispiel mal Drückjagd ist oder solche Geschichten, dann kann man kurzfristig dieses Betretungsrecht einschränken, aus Sicherheitsgründen. Ja, ja. Aber ansonsten, Artikel 3 im Bayerischen Naturschutzgesetz regelt dieses freie Betretungsrecht.
darf nur zu bestimmten Zwecken eingesetzt werden. Wir dürfen das nicht einzäunen. Mhm. Also, das geht ist auch wegen Wild nicht. Ne? Das ist ja, einzäunen, ja, das ja, aber wir dürfen das, weil das Betretungsrecht muss auch gewährleistet sein. Mhm. Wir dürfen einzäunen, wenn wir Sonderkulturen haben, wenn wir zum Beispiel erst da was pflanzen müssen, da vorne zum Beispiel dann. Diese Freifläche werden wir einzäunen. Mhm. Das dürfen wir machen, aber das darf kein fester Zaun sein mit einem Fundament, ein sogenannter Wildzaun einfach nur. In der Regel müssen wir dann auch den Zugang gewährleisten. Also wir dürfen den nicht absperren, mit Schlössern oder sonst was. Also da muss der Zugang gewährt sein. Weil das in Österreich anders ist. Ja, ja. Die können es verschließen. Ja, ich habe 11 Jahre da gelebt. Aber das ist ein anderes Ding. In Bayern gibt es diesen Artikel einfach dann, das ist das freie Betriebsrecht. Und dieser einzelne Baum, der steht, damit er Samen treibt, oder? Oder warum ist jetzt ausgerechnet ein einzelner Baum so in der Prärie? Warum der jetzt? Ja. Gute Frage. Schau aus Samengründen, oder? Na, Samengründen steht er nicht. Der ist jetzt momentan stark gebogen vom Wind her. Und weil er wahrscheinlich diesen Einzelstand hat jetzt da. Ja. Aber allerdings ist das, sehen Sie ja da unten drunter schon, kommt die nächste Generation nach. Das ist nicht von mir. Diese ganze Rechte habe ich noch überhaupt nicht gemacht in dem Wald. Ach so. Das hat der Vorgänger gemacht und ich habe halt den nur nicht abgemacht, weil ich auch meinen einzelnen Baum stehen kann. Ach so. Aber wenn er jetzt natürlich sich immer mehr neigt und dann machen wir das gefährlich, ne? Dann wird das gefährlich oder dann meint er noch gar nicht. Ne? Im Grünen, wenn er jetzt grün ist, bringt er mir vom Ertrag mehr natürlich. Das ist richtig. Als wenn, als wenn der jetzt da die Krone abbricht und dann wird er trocken. Ja, dann ist eben, er nur noch ja. Wir haben natürlich, ich meine, diese Stiftung, ich sage ja, wir haben 200 Hektar Wald. Die hat noch ca. 50, 60 Hektar landwirtschaftliche Flächen, die sind aber alle verpachtet. Und die haben da unten 3 Hektar großes Areal, Schloss und Nebengebäude. Und der Stiftungszweck ist hier eigentlich, diese ganze Substanz zu erhalten. Also es ist keine GmbH oder sonst was, dass da ein Gewinn erzielt werden muss. Sinn dieser Stiftung ist, diese Stiftung gibt es seit Jahrhunderten. Diese Tätowierung hier, diese Adelsgeschlecht gibt es eigentlich nicht mehr, aber die Stiftung gibt es. Wie bezahlt es dann? Aus den Erträgen, ne? So. Aus den Erträgen. Dafür einzige finanzielle, also wirklich der größte finanzielle Ertrag kommt aus dem Land. Und der wird dazu hergenommen, um diese Dinge zu erhalten. Das steht auch extra in der Stiftungssatzung drin, dass kein Grund verkauft werden darf. Nur mit Ausnahme. Die haben jetzt einmal im Ortskern, wo sie auch Grund haben, verkauft, das Baugebiet und sowas ist dann. Aber eigentlich soll dann woanders wieder was dazugekauft, dass diese Substanz erhalten bleibt. Und die Stiftung, diese Tesla Stiftung, die gibt es seit 1500. Das sind schon ewig alte Stiftungen. Die haben die Stromer Stiftung in Altdorf Grünsberg da drüben unter Vertrag auch. Und von Stromer, ich weiß nicht, ob Ihnen das ein Begriff ist. Ja, freilich. Der von Stromer hat 1300 noch irgendwann der erste, der da erwähnt wird auch geschichtlich, hat diese Forstwirtschaft eigentlich so erfunden, diese Saat, diese Kiefern- und Fichtensaat erfunden. Der hat das erste Mal eigentlich so systematisch die Pflanzen gezogen und wieder aufgeforstet. Er ist der Erfinder dieser systematischen Forstwirtschaft. Seitdem gibt es ja auch dann diese Stiftungen. Die haben damals schon, dieses Stiftungsrecht ist uralt, keine Ahnung. Ich bin auch nicht dahinter gestiegen, ich habe auch viel mit den Leuten mit den Stiftungen zu tun. Ich bin hier für 4 Stiftungen zuständig und treffe mich auch mit den Leuten dann immer wieder zur Besprechung. Aber warum diese Stiftungen damals eigentlich gegründet wurden, hauptsächlich um das unabhängig von dem Geschlecht zu machen. Das ist einfach dann, dass diese Aufteilung dann nicht mehr praktisch so vollzogen wird. Dass der Besitz erhalten bleibt im Ganzen, dann ist nicht ein einzelner Person Nachkommen da zuständig, sondern diese Stiftung wird einfach von einem Gremium geleitet. Und wer immer auch dieses Gremium ist, ist dann einfach zuständig und es wird nicht durch Erbschaften verkleinert und zerstört. Dann einfach. Der Besitz soll erhalten bleiben. Ja, genau. Das ist so, ich meine, ich bin jetzt absichtlich hierher gegangen. Wir werden heute 2, 3 verschiedene Wälder sehen, die wir nach demselben Schema durchforstet haben.
immer mit den großen Maschinen. Ich weiß nicht, ob Sie Harvester und Rückenzug kennen. Ja. Kennen Sie alle? Ich habe ein Foto da mitgebracht. Ja. Ich weiß nicht mehr von Reden, aber gesehen hat man sie nicht. Nee. Immer weiter. Jetzt habe ich auch keinen im Einsatz. Ne? Aber hier haben wir mal so Maschinen im Einsatz. Das hier ist der Harvester, der sogenannte Harvester oder Holzvollerntemaschine. Da sitzt der Fahrer da drin in der Kabine, die ist voll gestützt, stabil. Und der Arm ist 10, mittlerweile 12, 12 Meter lang schon. Und da ist der Prozessorkopf, nennt sich dieser Kopf da vorne dran, der greift den Baum unten, da ist eine Säge drin, sägt den ab und drückt den um. Dann sind wir Walzen, dann zieht er den Baum gleich durch. Durch diesen Kopf wird er durchgezogen und entastet. Da sind Messer dran, dann wird die Dichte entastet dann gleich und computergesteuert, das alles über das Joystick-Bildschirm da drin, kann er dann einfach da eingeben, die Stammholz da vorne 450 Meter oder das jetzt 3 Meter, dann lenkt er das, misst er das automatisch ab und lenkt es dann ab. Und der sortiert das am Weg da drin gleich vor, sieht, das ist faul, das mache ich 3 Meter, zack. Das andere wird 5 Meter und der sortiert das dann links und rechts von der Gasse. Wenn er da durch ist, wenn die Maschine durch ist, kommt dann der sogenannte Rückezug oder Vorwarter, Neudeutsch, also Englisch. Das ist die Maschine hier, die fährt das Holz raus. Wir haben auch wieder einen Greifer, hat da eine Zange, dann packt er das, lädt sich das da auf, fährt das raus auf diese LKW-befahrbaren Schotterwege. Startet es da und hier kommt dann der LKW vorbei, die Holzlaster, 40 Tonner, und fahren es dann da raus. Können wir nicht da reinfahren. Es ist ein praktisches System. Ja. Diese Harvester sind eine weniger das Problem. Der fährt einmal da rein und wieder raus. Ja. Diese Maschine muss öfter fahren. Weil der fährt, der bekommt da ungefähr 10 Kubik, 8 bis 10 Kubik drauf, fährt da raus und wenn man bei 700 Kubik wieder kann man sich das ausrechnen, wie oft der da hin und her fahren muss. Und aus diesem Grund haben wir das so, dass wir ein sogenanntes Rückegassensystem anlegen. Das war hier noch nicht drin. Das war ganz dichter Wald hier. Der Bestand ist ungefähr 50, 60 Jahre alt. Da waren die letzten 30 Jahre keinen mehr drin. Der Bestand besteht zu 95% aus Fichte. Und das ist das Problem, dass man da immer wieder mal Käferbäume drin hat. Und dann wollte ich da jetzt mal reinkommen und habe jetzt diesen Bestand hier, will ich mittelfristig umbauen. Die Fichte hier wird in 10 Jahren nicht mehr stehen, voraussichtlich. Aber nicht, weil ich das alles plündere, sondern weil das durch diese Entwicklung, durch die klimatische Entwicklung und durch den Käfer wahrscheinlich so sein wird. Wir haben da vorne dieses Loch, wo wir jetzt haben, waren erst nur 3-4 Bäume, dann macht man das raus, aber es kommt immer wieder da hin. Und warum das stehen? Was pflanzen Sie an? Nix. Das wird leer. Das wird, nein, das wird nicht leer. Ja. Das tut sich von selber. Das stellt sich das so, von selber. Ja, das ist von selber. Ja, ja. Wir versuchen so möglich wie wenig, also wenig wie möglich anzupflanzen und viel über die sogenannte Naturverjüngung zu machen. Aber dann kommt noch wieder die Fichte rein. Ja, eben. Das wollen wir vermeiden, Ja, aber wieder. Das zeige ich Ihnen da vorne. Ach so. Das zeige ich Ihnen da vorne dann. Das ist jetzt in erster Linie, das ist jetzt in erster Linie, erst einmal bin ich da rein, habe diese Gassen an, alle 30 Meter, so und das habe ich markiert, diese zwei roten Streifen, sind die Ränder von den Rückengassen, da weiß der Unternehmer, hier ist die Rückengasse, da darf er hochfahren, woanders darf er nicht hinfahren. Alle 30 Meter, dann habe ich eine Verdichtung, das ist ganz klar, aber die will ich vermeiden, indem ich bei der richtigen Witterung reingehe. Das haben wir hier jetzt gemacht, wir haben jetzt mal wieder seit 4 Jahren günstige Bedingungen im Winter, weil im Winter, im Januar hatten wir jetzt mal wieder einen Winter, da hatten wir eine Dauerfrostphase und dann wieder. Da sehen Sie jetzt, der ist da jetzt lang gefahren, der ist hier erst der Harvester reingefahren und dann ist der Vorwarter noch rein, die mindestens allein in dieser Gasse 8 Mal hin und her. Und da sieht man jetzt keine Bodenverdrückung, nichts. Wir müssen mal auf die Rückenzug fahren. Am Anfang, da waren die Panzer drin. Genau. Und das habe ich hier jetzt da gemacht, den habe ich den Unternehmer da gehabt dann rechtzeitig, dass wir das in der Frostphase gemacht haben. 700 Kubikmeter sind auch für solche Maschinen ein Zeitraum, da sind die eineinhalb Wochen beschäftigt. Wir haben dann das Pech, dass wir dann gerade in diese Tauphase reingekommen sind,
Wir haben von hier nach da gearbeitet. Die letzten zwei Gassen waren dann schon aufgeweicht ein bisschen. Das hat man ja auch gesehen, wenn man entlang geht, da sind ein bisschen so tiefe Dinger drin. Ist aber auf den Gassen normalerweise kein Problem. Wenn ich so tiefe Dinger habe, die verfrieren sich wieder. Das ist innerhalb von 3 Jahren verschwunden. Das ist kein Problem. Und diese Gassen werden dauerhaft erhalten. Wir werden auch in 5, in 10 oder in 15 Jahren nur da entlassen. Dann bleibt diese Verdichtung oder Verdichtung haben wir, bleibt nur in dem Bereich und der Zwischenbereich wird nicht befahren. Früher war die Bewirtschaftung so, dass man einfach mit den Maschinen da so nah wie möglich an die Bäume hingefahren ist und hat das dann ausgemacht. Das hat dann eine, da hat es das noch nicht gegeben. Die Seiltechnik hat es auch schon gegeben. Ne? Auch jetzt, wenn wir das jetzt, wenn die Bäume stärker sind, können wir da auch kleinere Mengen rausmachen. Dann machen wir das normalerweise mit Unternehmen, die einen Schlepper haben und das Seil binden. Aber auch der fährt nur auf den Gassen entlang und sieht sich die Bäume dann, wenn ich da reinhaue. Weil auch der Schlepper macht Verdichtung. Der hat in der Regel nicht so breite Reifen. Die haben 80 cm breite Reifen. Hier über diese Beischläge gearbeitet, dann haben die Flecken abgeholzt. Und dann haben sie wieder Strom eben, dann die Pflanzung entwickelt. Und da waren die Kiefern und die Fichten die geeignetsten Baumarten erst einmal schnell wie zu den Frostfahren. Den Freiflächen, wo ich schon gesagt habe, wenn er kommt. Im Winter haben wir hier auf den Freiflächen viel kältere Verhältnisse wie im Weiteren. Und auf den Freiflächen sind diese Pionierbaumarten oder Marmorbaumarten, wie die Kiefer jetzt zum Beispiel, die erfrieren sich nicht so schnell. Das heißt, die hätten gar keine Räder mehr, wenn sie nicht gepflanzt damals, weil das wäre dann alles weg. Ja gut, nein, das kann man so nicht sagen. Die Felder würden anders aussehen. Nein, wir haben natürlich, das stimmt schon auch noch, da drinnen viele Sandböden. Und diese armen Sandböden sind natürlich auch geeignet für Bäume, die weniger Nährstoffe brauchen. Oder tiefe Wurzeln haben. Aber die Kiefer ist ein Fallwurzler, der geht dann tiefer rein und die braucht auch wenig Nährstoffe. Die braucht viel Licht, aber wenig Nährstoffe. Deswegen haben sie da die Kiefer hergemacht. Deswegen haben sie so entstanden. Wenn die das nicht gepflanzt hätten, wenn man die Flächen in Ruhe gelassen hätte, wären das jetzt auch wieder Wälder. Auf die lange Zeit gesehen. Wald ist eine Klimasgesellschaft. Das heißt, ist die höchst entwickelte Gesellschaft eigentlich in der Natur draußen. Alle anderen, diese Freiflächen, das sind Sukzessionsflächen. Also die bestehen einmal eine Zeit lang und dann wächst da immer, wenn sie eine Fläche in Ruhe lassen, landwirtschaftliche Flächen jetzt, dann verbuschen die zuerst und aus diesen Buschen raus kommen dann die Bäume. Da kommen diese sogenannten Pionierbaumarten zuerst. Birken, Pappeln, sowas, die mit Flugsamen kommen. Ja. Dann wächst das so und in diesen Lichtbaumarten dann kommt unten drunter dann irgendwann die Buche. Diese Halbschattbaumarten, die Eiche und dann die Buche. Die Buche ist eigentlich die dominierende Baumart bei uns. Wenn wir reine Buchenwälder haben, haben wir hier jetzt leider nicht. Also es würde dann auch hier passieren. Das würde auch hier passieren. Das würde auch hier passieren aus natürlichen Gründen. Genau. Wenn man das jetzt so lässt, wenn man das wachsen lässt, würde es irgendwann zu einem voraussichtlich, wenn das Klima sich nicht groß ändert, würde sich das für den Laubwald entwickeln und dann auch. Da kommt dann der Borkenkäfer nicht so durch. Wir haben keine Borkenkäfer für das Laubholz. Noch nicht. Noch nicht. Aber er geht auch auf Laubbäume, oder? Nein. Ach, er geht gar nicht auf Laubbäume. Der Fichtenborkenkäfer geht speziell nur auf die Fichte. Ach so. Wir haben Borkenkäferarten, die spezialisiert sind auf eine Ding. Wir haben einen Lerchenborkenkäfer. Ach so. Der geht nur in die Lerche, ist aber das große Problem bei uns. Aha. Aber das große Problem, weil die Leiche haben wir nicht so viel. Aber die sind ja das Problem. Und die Kastanien, die sind ja sowieso kaputt. Die ganzen Kastanien. Denn da ist überall, was drinnen. Ja, ich weiß nicht was, aber Ungeziefer auf jeden Fall. Die Kastanien in Niermutte, da haben sie ja groß, die hat sich auch eben durch diese Wärme, entwickeln sich diese Schädlinge besser. Ah ja. Und da ist diese bei der Kastanie, die Kastanienminiermutte. Ja. Aber die ist dann überwiegend das Problem bei den Biergärten und sowas dann gewesen, weil da die Bäume abstellen. Ja. Kastanien haben wir ja auch nicht drin. Ja. Das ist keine Waldbaumart. Die sieht dann wieder mal aus. Aber ich verfolge das jetzt, also man verbraucht ja jetzt dann in der Kastanie. Das kann schon sein, wenn die Bedingungen günstig sind, dass die dann wieder, dass die so vital sind, diese Kastanien, und das dann auch wieder selbst behalten werden. Das muss jetzt sein, dass wir Baum abstellen. Wir haben hier... Das ist Blattmaterial. Ja, nur im Herbst halt. Ja, na, da wird das alles stirren, das laufen. Ach so. Das kann aber auch... Kann man überall verfolgen jetzt.
Da gibt es aber viele kleine Arten, Insekten, die da auch Fressen und Blattfraß verursachen, aber das ist nicht mehr das Problem. Und jetzt habe ich noch Stoffen, das Rötliche auf der rechten Seite, wo dann oft sieht, dass da Ameisen und so Zeug da auch marschiert. Das Rötliche, das ist kein Problem, das ist bloß links, weil da die Sonne hinkommt, dann wird es bleicher und rechts ist die Sonne ehrlich. Und von dem ist die natürliche Farbe von der Rötliche. Ja. Bei der Eichen kommt es nicht oft dazu, dass man das Seil da sieht man viele Ameisen danach hochlaufen oft. Ja, genau, aber das ist nur, die holen sich dann den Saft oder so, das ist kein Schaden. Außer die gehen manchmal rein, wenn die unten wohl sind oder sowas und die Ameise drin sitzt, dann ist es faul. Wenn die am Stand da hochlaufen. Windameisenhaufen. Die sind alle bei uns zu Hause. Wir haben massig, wir können ja nicht welche bringen. Ja, die großen Haufen, aber das sind meistens dann in diesen Wäldern, wo die Nadeln da sind, wo die dann die Nadeln dann aufbauen und mit den Gräsern sind sie da weniger. Aber es war ja extrem bei uns. Aber während des Kriegs war der Wald sauber, da hat es, wenn man da so reinschaut, kein Ästel mehr am Baum gehen. Man ist von früh bis Abend als kleine Kinder raus mit der Mutter und haben die Putzel auf und das alte Holz aufgelaufen. Waren wir froh, dass wir was. Da haben wir aber auch viel damit zu kämpfen, diese Ansicht zu ändern, weil das eigentlich schlecht ist, wenn man. Früher hat man ja. Da kommt es ja auch erwähnt, aus der Not raus haben wir ja Streu. Ja, aus der Not raus. Wir Streu für den Stall verwendet daheim noch. Aber man hat dem Wald nichts Gutes getan, weil da die ganzen Nährstoffe entzogen werden. Ach so. Die ganzen Nährstoffe sind hauptsächlich in der Streu drin. Ja, aha. Das Holz, da sind wenig Nährstoffe drin. Im Kronenbereich und der Streu sind die meisten Nährstoffe. Deswegen lassen wir das da drin. Das geht in den Kreislauf über. Diese Feinäste und das Zeug, was da drin liegt, jetzt ist in 5 Jahren verarbeitet. Das geht in den Boden und wird dann wieder für die Bäume verwendet. Das wird gefügt. Deswegen gibt es in den Mächten Stegeles, weil keine Nährstoffe mehr da waren. Ja, genau. Und hier haben wir jetzt, ich bin hier reingegangen, jetzt diese Durchforstung hier gemacht, weil ich hier gesehen habe, wir haben hier überwiegend Fichten. Die Fichten sind jetzt mal 50, 60 Jahre alt. Ganz vorne in dem vorderen Bereich, der ist nicht da, ist hier war ich das erste Mal drin, waren wir schon mal vor 3-4 Jahren drin, da kommen wir dann wieder zurück. Und ich habe hier gesehen, wenn Sie hier sagen, was haben Sie für Baumarten sonst noch, diese große Laubbaum, das ist die Eiche da zum Beispiel, haben wir hier verteilt auf die ganzen Eichenprozession. Aber der ist ein Problem eigentlich, für die Eiche ist es kein Problem, wenn es nicht gerade Massenbefall ist. Für Menschen ist also ein gesundheitliches Problem, wegen der Pferde. Ja, aber hier nicht, also wenn Sie die Eiche anschauen, die ist wunderschön grün, hat eine schöne Krone, die hat vor allen Dingen einen schönen Stamm. Ja. Wir haben hier viele von diesen Eichen dastehen, das ist die Vorgeneration, unten drunter, ein Vorgänger hier, ich weiß es wer, hat hier praktisch auf dieser Fläche die ganze Fläche hier mit Dichte des Ganzen. Ich habe jetzt gesehen, wir haben hier Südwestbahn, wir haben intensive Sonneneinstrahlung hier und wir haben das Borkenkäferproblem. Diese Fichte hat keine Zukunft hier und ich habe hier eine Baumart, die mit diesen Verhältnissen gut besser zurechtkommt. Das ist die Eiche und ich habe hier qualitativ sehr schöne Eiche stehen. Ja, das ist die Eiche. Die Eiche hier ungefähr 120 Jahre. Also, geschätzt 100, 120 Jahre alt und auf diese Eichen setze ich mit der Klimaerwärmung von die Eiche vermutlich nicht so recht. Wir wissen auch nicht alles, wir wissen auch nicht, wie hoch der Anstieg sein wird, aber die kommen da wahrscheinlich vermutlich besser zurecht und ich habe die Eichen da. Die haben eine gute Qualität, die Dimension fällt noch etwas, da können wir noch ein bisschen dicker werden lassen. Und was die vor allen Dingen bringt, die bringt mir den Samen für die Dimension. Das ist meine Intention. Ich will hier den Bestand, dass der mittelfristig sich ändert, dass da mehr Laub reinkommt. Und ich will hier, habe ich hier jetzt dann eben diesen Block, war noch nicht durchforstet, den habe ich jetzt angefangen zu durchforsten, erstmal nur schlechteres Holz rausgemacht. Der Anteil an schlechtem Holz ist hier relativ hoch dann gewesen, aber wird dann bei der nächsten Durchforstung schon geringer sein, weil ich im nächsten Schritt dann in 3 Jahren gehe ich wieder rein und verdünne das in den Feldern, hole mal die eine oder andere Quelle raus, damit der Restbestand schneller wachsen kann. Die Fichte, damit die schneller wächst, die muss ich freistellen, die Krone muss frei sein, die Krone produziert das Holz
Wenn die eng stehen, wird die Krone immer kleiner, dann produzieren die zwar enge Jahrringe, aber was auch ein hohes Qualitätsmerkmal oft sein kann, wie die Gebirgsdichten zum Beispiel für Musikinstrumentenbau, die sind auf diesen engen Jahrring auch angewiesen, weil das Holz dann sehr ruhig ist und dann höhere Dichte aufweist. Aber dieses Holz, das wir in die Bauindustrie gehen, das ist doch am Wetter für Jahre nicht so sein. Deswegen versuche ich dann da in kurzer Zeit eine Masse zu produzieren, bei der Dichte ist, und dann gleichzeitig auch ein Licht auf den Boden zu bekommen, damit da die Naturführung stattfindet. Und jetzt gehen wir mal, das wollen wir da einen ganzen Nachmittag verbringen hier, ein Stück wieder zurück und gehen in den Wald rein. Da sehen Sie dann die ersten Erfolge, kann ich wieder dann aufmerksam machen auf die ersten Erfolge. Und dann schauen wir uns andere Flächen an, die eben auf den Bär ausgeführt haben, ein bisschen im Bäder schon gearbeitet. Und wenn man jetzt auf den Boden schaut, hier zum Beispiel, hat man hier schon Zeichen Naturverjüngung. Ja. Aber selbst die Kleinen sind schon befallen. Das ist kein Problem. Ja, und die lassen Sie jetzt wachsen? Die lasse ich wachsen. Das wird die nächste Generation. Wir haben ja auch Fichten da. Ach, schau her. Das fällt ja gar nicht auf so als Laie. Hinter Ihnen ist auch nochmal eine Eiche und nochmal eine Fichte. Das wird ein. Das wird ein schöner Fichtenblatt, aber so nicht. Wir haben hier, wenn man in den Bestand reinschaut, hier die Fichte noch da, wir haben hier die Kiefern noch da. Wunderschöne Kiefern eigentlich auch. Wenn Sie diese Sprache anfangen, diese Kiefern. Das ist eine sehr schöne Kiefern auch. Ihre Möbel machen. Ihre Möbel machen, aber die Nadelholz verarbeiten sie nicht. Und wir haben hier natürlich die Mütter von diesen Kindern, ne? Diese Eisen da. Aber die sind selber auch von mir. Das ist halt eine schöne Kiefern. Genau, und das ist eigentlich. Die haben mit den klimatischen Bedingungen hier zurechtkommen, mit diesen Bodenverhältnissen. Aber ob das jetzt ein guter Bestand ist, weiß ich nicht. Aber ich sehe hier den Bestand, dann versuche ich natürlich aus diesem Bestand auch meine nächste Generation zu ziehen. Das ist erstens einmal das, zweitens einmal ist es eine Kostenfrage auch. Bringt mir keine Kosten, kostet nichts. Außer vielleicht mal, wenn es dann einmal dicht ist und hoch eine Mischungsregulierung. Also wenn mir die Fichte wieder zu sehr vorwächst, muss ich halt einmal eine Eiche fördern und nehme dann eine Fichte raus. Und ich habe noch den Vorteil, dieses Pflänzchen hier ist aus einer Eichel entstanden. Die Wurzel entsteht ganz natürlich und geht runter. Und diese Pflanzen von den Baumschulen, die wir da haben, sind normalerweise die Wurzeln unterschnitten, sind bearbeitet. Und dann ist es oftmals so, dass diese Qualwurzel, die Eiche ist ein Qualwurzel, dass die sich erst entwickeln muss oder nicht mehr so entwickelt, wie sie eigentlich natürlich. Diese kleinen Pflanzen kommen jetzt auch in den Trockenheim. Machen das so und so, und wenn ihr Anregungen oder Fragen habt oder was ändern willst, macht ihr das, aber ich mache sowieso das. Und jetzt sind wir hier angekommen. Ich stehe jetzt hier auf einem Stock von einer Eiche. Das ist jetzt der Eichenstock. Da sehen Sie hier noch den Rest da drüben, die Krone. Ach ja. Das ist der Rest von dem Stamm und das Zwischenstück. Das Stück. Das war doch schon die Eiche. Das war doch schon die Eiche. Das war doch schon die Eiche. Das ist dazwischen. Das Stück ist weg. Das haben wir rausgefahren. Das hat jetzt ein Holz von einer mit der Motorsäge gemacht. Das hat nicht der Harvester gemacht.
Das hat einer mit dem Traktor mit der Seilwinde gemacht und dieser Stamm liegt jetzt bei den Möbelmachern auf dem Bretterstamm. Jetzt können wir uns das mal anschauen. Dann einfach da auf. Hier in dem Bereich haben wir eben ein paar Eichen rausgemacht. Ich kann Ihnen sagen, wo diese Eiche da rausgemacht habe. Jetzt wenn wir uns umdrehen, sehen wir hier 1, 2, 3 Eichen noch. Ja. Unmittelbarer Nähe da. Ja. Und die war mal zu dicht einfach da. Ne? Und ich habe hier bei dieser Eiche, wenn ich die da zum Beispiel jetzt sehe, einen wunderschönen Stamm. Ja. Ich fördere jetzt diese Eiche. Die ist mir nur, der Stamm ist von der Dimension her noch entwicklungsfähig. Ja. Könnte ich natürlich auch machen, aber das ist noch viel entwicklungsfähiger. Da kann ich mir 10, 20 Teile zusetzen lassen. Ja. Und ein weiteres. Aber ich muss schauen, dass ich die Krone erhalte. Wenn wir da oben rausschauen jetzt, ja, gerade auf der Seite, wo diese Eiche stand, ist fast keine. Fast keine Krone mehr, auf der anderen Seite schon. Ja. Und ich will natürlich vermeiden, dass die Krone jetzt da, diese Eiche da jetzt noch zurücksetzt. Noch mehr. Und da wächst keine Krone mehr hin. Die ist einigermaßen schon noch fähig, dann wieder da was auszubilden. Ja, okay. Ja, okay. Und wird sie auch machen, dann, wenn sie jetzt Platz hat da, dann bringt die auch wieder grüne Masse darüber und dann kann die auch wieder Holz produzieren. Aha. Die war die qualitativ schlechtere, die habe ich dann rausgemacht. Hab das, was unten verwertbar war, verwertet. Verkauft jetzt eben an die Möbelmacher. Der Tobi ist gekommen, die könnten da 10, 12, 15 Kubikmeter Eiche brauchen. Dann haben wir das in dem Bereich hier gemacht. Da habe ich viele Eichen dastehen und habe dann das, was die Dimension hier ist, aber stark schon da, ne, da ist noch stärker, habe das, was geeignet war, rausgemacht. Natürlich immer im Hinblick auf die Qualität des bestehenden Bestandes und des verbleibenden Bestandes. Wir sind ein holzproduzierender Betrieb. Holz ist da ein nachwachsender Rohstoff, ein natürlicher Rohstoff. Wenn wir hier nichts machen, haben wir natürlich Urwald hier, ist auch schön. Aber es ist eine, finde ich, ich versuche so schonend wie möglich das Holz zu produzieren. Aber wir sind nun mal auch ein produzierender Betrieb. Ne? Also und da gehen so viel auf der Eiche. Ja, das ist alles Naturphänomen. Das ist alles von den Bäumen, die da oben drin sind. Und wie gesagt, es ist eine, ich versuche das nur natürlich wie möglich zu machen und auch so schonend wie möglich zu machen. Aber diesen Bestand hier eben will ich umbauen wieder in einen Laubwaldbestand, der natürlicher ist als diese Fichten und Kiefern. Mhm. Gestern, nee, das ist Fichte. Gell, diese Fichte. Das ist Fichte, genau. Das sieht jetzt hier so dunkel. Ja, genau. Das war da drüben alles der Harvester. Der Harvester ist hier auch entlang gefahren. Da haben wir hier auch noch vereinzelt Fichten rausgemacht. Dann eben versuche ich da diese Fichten, wenn sie diese in den Eichen stehen. Die wachsen hier, werden immer größer. Die wachsen hier in die Eichenkronen rein und wachsen zu Stecken durch diese Eichenkronen durch. Und machen wir diese Eichenkronen. Ja, gut. Ja. Die Fichte ist der Konkurrenz. Härter als die Eiche. Härter als die Eiche? Ja, im Wachs. Konkurrenz härter. Ach so, nicht das Holz. Also konkurrenzkräftiger kann ich auch sagen. Ja, dann. Du wächst da durch. Das haben wir gelernt in der Schule. Ja, okay. Du wächst da durch, dunkelt mir die Eiche dann aus und dann stirbt die Eiche ab. Dann sterben da die ersten Kronenteile ab. Und das sieht man hier, diese dürre Ast da raus. Ja. Wenn diese Äste, wenn Bäume zu wenig Licht bekommen, dann sterben die ab, dann werden sie dürr und fallen irgendwann ab. Ja. Und genauso wird es dann, wenn die Fichte mir da oben durchsteht. Und deswegen versuche ich dann um diese Eichen herum nach und nach immer mehr diese Fichten zurückzunehmen. Ja. Ich darf natürlich nicht alles zu stark eingreifen, das ist immer so ein Fingerspitzen-Bisschen, weil dann sieht man an der Eiche zum Beispiel da, wenn die zu viel Licht auf einmal bekommen, alle Stammen, dann treiben die Äste auf diese sogenannten Wasserreißer und das ist also der Qualität nicht. Das ist natürlich schon so, dass das hier erhalten bleibt, hier ist bei der Erde möglich. Gut. Wie bei den Menschen auch, so, ne? Frechheit siegt, die gehen nach oben und die anderen gehen rein. Die sollen sehen, wo sie bleiben. Ne? Genau. Gut, schauen wir weiter. Genau. Das ist da rechts da drüben gleich der Weg und dann haben wir es wieder einfacher. Bildner haben wir jetzt auch einen dabei. Gut. Also, gut. Wir sind jetzt hier entlang gegangen, diesen Weg auf der momentan bei mir rechten Seite, wenn wir hergegangen sind, linker Hand. Das ist jetzt auch so ein Bestand, wo wir damals auch ungefähr dieselbe Größenordnung haben wie unten in dem Bereich. Da haben wir auch relativ viel Holz rausgemacht. War allerdings eine andere Intention. Wenn Sie jetzt hier reinschauen, ist das
bisschen andere Situation. Wir haben ja keine Eiche drin, wir haben hier einen relativ jungen Bestand auch noch und eine andere Mischung. Wir haben hier Fichte, Lärche, Birke auch mit drin. Was ist das für ein Problem? Das ist eine Krebsung. Hast du hier die Birken jetzt drin? Die lachen wir drin. Ja. Ja, weil die Birke, auch die Birke kann man wertvollsmäßig verwenden. Mhm. Ist bloß von der Dimension hier noch nicht genügend ausgebildet, lasse ich gerne damit sehen. Und natürlich auch, dass ich jede Baumart, die Laub dran hat, also Laubbäume, liebend gern da drin stehen, weil der Nadelholz anhand sehr hoch ist. Mhm. Aber sie hat keinen schönen Stamm, ne? Die eine nicht, aber die andere schon. Dann, wenn wir die, die andere anschauen, da hinten auch noch welche, die Stiche. Steiger ist da hinten drin. Die sollte man nicht abwaschen. Ja, das ist wurscht. Das Moos oder diese Land, das ist eigentlich wurscht. Aber das ist alles verwertbar. Da kann man Nutzholz draus machen. Und das ist auch die Intention. Da haben wir jetzt auch Rückegassen reingelegt. Hier wieder wirklich sehr lang. Das ist jetzt vor zwei Jahren geschehen. Da sehen Sie jetzt gar nichts drin. Und wir gehen da einfach auf den Zusatz. Ohne so ein Kreis, die Bäume sind alle noch und die sind voll. Da ist mir dann erst einmal wurscht, was unten kommt. Das ist noch zu früh hier. Werden wir jetzt, wenn wir da rüber schauen, in den Bestand hier dann da rein, stehen wir jetzt da auf, vor einer Rückegasse. Das ist ca. 5 Jahre jetzt so, wo wir hier durchforstet haben. Da sieht man noch weniger, gerade im vorderen Bereich haben wir viel weniger rausgemacht, weil es nicht so nötig war. Wir kommen dann, gehen jetzt diese Rückegasse da runter und kommen in den Handbereich rein, wo wir auch wieder Eichen haben, wo es lichter ist und wo wir dann auch wieder mehr Verjüngung haben. Hier in dem Bereich haben wir, sprechen wir von einem zweischichtigen Bestand. Von der Höhe her, wenn man das anschaut, ist oben drüber Stücke tiefer, die großen Bäume. Und dann in der zweiten Schicht unten stehen die Laubhölzer da drin. Sehr schön, das sieht gesund aus. Sie sind auch, da haben wir viele Buchen und Handbuchen drin. Die sind jetzt natürlich voll im Kraft drin. Winter, wenn man da durch, das sieht nicht so dynamisch aus. Ne, aber jetzt im Sommer sieht es da sehr dynamisch aus. Ist auch schön und Sie sehen auch die verschiedenen Lichtverhältnisse. Ja, eben. Wenn man da drüber schaut, das Licht und da drüber reinschaut, das Licht, dann ist ja richtig der Winterwald. Und diese Dunkelheit bringt mir die Tiefe rein. Die Tiefe bringt mir unten drunter alles raus. Aber da wächst dann das Laubholz jetzt in die nächste Generation rein, das ist dann die nächste Generation in die Tiefe da rein. Wir haben da mal eine rote Tiefe da drin, wenn sie links da so runter geht. Die hat sich auch gerne mal schön. Ab den Speck? Ja, genau, als rote. Weiß er das? Weiß das der Speck? Das weiß er. Ach ja? Den ruft er vorher, ist ein SMS. Die fliegen ja rum und sehen das und riechen. Ach ja, da rein und da also hier muss man nichts sagen. Nein, nein, die haben das Ding. Wenn man da rüber nochmal reinschaut, da kommt auch so eine große Drohne von einem großen Laubbaum. Die Buche da hinten, das ist eine Buche. Lasse ich gerne auch mal stehen, das ist vom ökonomischen Wert her äußerst gering. Aber die hat eine wunderschöne große Krone. Das ist für die Vögel und für die Natur natürlich wunderschön. Aber die lassen wir auch mal gerne stehen. Einfach auch mal vom schlecht geformte, jetzt von der Ökonomie, aber einfach für die Natur richtige Bäume kann man auch stehen lassen. Die kann auch gerne dick werden und dann auch, wenn die irgendwann einmal Hilfe bekommen, dann wird die Krone abbrechen und dann verfällt mir den Baum. Und ich lasse den aber drin und lasse den dafür die Krone rein. Für die Totholz, für die Tiere, für die Natur. Ja. Ich habe andere Bereiche, wo wir viel mehr Totholz haben, wo eine Buche auch mal zusammenbricht. Lasse ich gerne drin liegen, das Totholz. Einzige, was wir nicht machen, ist bei der Fichte, eben wegen der Borkenkäfergefahr. Aber wenn ein Laubholz da mal zusammenbricht, dann ist das einfach ein guter Effekt. Das ist Nährstoffkreislauf und dann auch die ganze Tierwelt ist abhängig. Bestimmte Tierarten sind von bestimmten Besetzungsgraden des Totholzes abhängig. Und da haben wir viel, viel zu wenig eigentlich da. Ne? Und das wollen wir wieder anreißen. Da gibt es Totholzprogramme, wo wir auch Förderung bekommen. Und das wollen wir auch machen. Tiere, die eine Zeit lang nicht mehr hatten, wo jetzt dadurch wieder Genau. Das ist zum Beispiel, wir haben jetzt den Körper der Erde mit zum Beispiel, so ein Käfer, der auf Totholz angewiesen ist, gerade bei der Eiche. Also wenn man natürlich kein Totholz da ist, dann verschwindet er. Es gibt immer Nischen, wo die krank sind, wenn auf einmal kommen die wieder, wenn man wieder Totholz da hat. Dann braucht er den Wald wieder, um die Nährstoffe schneller zu bekommen. Genau, das ersetzt das zum einen und der Erde mit, es ist alles ein Netzwerk, was wir hier haben.
ist ja gleich wieder Futter für andere Tiere. Das ist alles anders. Ist von allem abhängig. Je weniger, je löcheriger das Netz ist, desto instabiler ist es. Je eher kann das zusammenkommen. Da muss man wieder hinkommen, dass man einfach da dieses Netzwerk gut erhalten oder ausbauen will. Das ist auch ein wichtiger Aspekt meiner Arbeit natürlich. Also nicht nur diese ökonomische Seite, ich will natürlich auch die ökologische Seite dann auch voranbringen. Wir sind jetzt auch beim Zeichen der FDG dran, dass wir eine Patenschaft entwickeln wollen für solche Bäume, für solche dicken Bäume oder großen und alten Bäume. Können dann Leute die Patenschaft übernehmen. Die Patenschaft kostet eine Kleinigkeit und dann bleibt dieser Baum auf alle Fälle vertraglich, wird jetzt festgelegt, mindestens 10 Jahre stehen. Wird er nicht genutzt. Da kann man dann sein Urne drinnen. Das ist wieder was anderes. Nein, das kann man nicht machen. Das ist dann das Friedwaldsystem, das kann man hier nicht machen. Nein, aber da kann man baden schaffen und dann kann man sagen, okay, dieser Baum wird nicht angetastet. Und da erhält man dann auch einfach so große, dicke Unterschiede. Da kann man aber, wenn es jetzt hingehen, wenn man also in Kinderpatenschaft irgendwo in Peru oder sonst wo hin, da können sie einen schon reinlegen, ne? Ja, ja. Aber dort kann man hingehen. Da kann man jederzeit hingehen. Da können sie jederzeit dann hin, da können sie hinter den Baum setzen oder irgendwas sagen. Der könnte ein Pate. Und der gehört mit mir. Nein, nur die Patenschaft. Ja, ich habe ihn gepachtet. Genau, wir haben gepachtet. Und sie können sagen, ich helfe ein Stück davon. Ein Stück davon vielleicht. Weil das gibt dann vielleicht mehrere Paten. Nee, eine. Also so gedacht, dass ein Pate nur einfach hier erbaut wird. Anders wie beim Friedwaldsystem, kann er unter einem Baum mehrere Urnen machen. Ja, und wo wird es festgelegt, kriegt der Baum ein Schild, dass ich da die Patenschaft übernommen habe? Ja, oder wird das? Wollen wir nicht machen. Oder was? Das wird in der Kartei. In der Kartei, okay, ja. Okay, ja. Da ist ein Plan, wo die Bäume eingezeichnet sind. Okay, ja. Diese Bäume bekommen im Plan Nummern. Ja. Und dann wird er immer wieder Nummer hinterlegt werden. Okay. Aber das sind wir momentan am entwickeln, wir haben es noch nicht so weit, aber vielleicht kriegen wir so Verbandungs, mit die Jugendprojekte, genau, dann wird es hinter später sehen. Ja, oder die Hutanger, das Hutanger-Projekt, bei den Patenschaften für Kühe. Ja, ja, ja. Ach, für Kühe? Die leben natürlich nicht so lange. Voraussichtlich nicht, nein. Damit unsere Kinder dann auch wissen, oder Kindeskinder oder eben. Ja, aber jetzt, wenn die Luchse und die Wölfe wieder mehr in die Wälder kommen, dann werden die Jahre viel höher. Ja, genau. Das ist ja auch so ein Aspekt. Der Wolf ist ja gerade so aktuell. Die Lila Kuppis bei uns. Hier in der Gegend ist auch schon gesehen. Ja, das ist weit von hier da oben. Die weiße Flecken fehlen jetzt. Ach was? Aber der tut ja den Menschen nichts, ne? Der tut in der Regel den Menschen nichts. In der Regel. In der Regel, okay. Wie beim Haushund auch, ne? In der Regel tut er auch nichts. Ne? Aber wenn man die Regeln einhält, dann bleiben die scheu dieser Art und die bleiben freudig, wenn die Menschen sich verschwinden. Nur wenn er sich bedroht fühlt. Es gibt die größten Fehler, den man machen kann, ist den so halb zu domestizieren. Wenn wir den anführen oder so, wenn wir die natürliche Scheu verlieren, das dürfen wir nicht. Ne? Dann, wir haben mal bei so einem Symposium, wenn er mehr als 100 Meter an einen Menschen herankommt, dann hat er diese natürliche Schere verloren. Und normalerweise verschwindet er, der hat ein kleines Gewehr. Und an die Nase, wenn er nicht herankommt, dann hat er diese Hunderte und Tausende gelernt, das ist dann erst vorbei. Dann zieht er sich zurück. Wenn er merkt, er kann da was haben, wenn er angezogen wird oder so, dann verliert er diese Scheu. Ist auch immer noch ein Wildtier. Das ist ein Raubtier. Aber wir werden das nicht verhindern können, dass der Schule kommt. Der Aufwand wäre zu groß und ich bin auch der Meinung, wir haben das Recht dazu, dass wir verhindern. Wir haben nicht das Recht dazu, einer Priorität zu verdienen, die natürlich da wäre, diesen Lebensraum zu verdienen. Wenn der Lebensraum da ist, dann müssen wir auch damit umgehen. Oder? Vor 500 Jahren oder vor 1000 Jahren sind die Hirten und Hühner auch damit umgegangen. Dann müssen wir das halt auch wieder machen. Wir haben ja auch genügend Mittel dazu, dass wir das managen können. Wenn jetzt ein Schaf hätte, ein Schaf verliert oder so, dann gibt es mittlerweile Forster, die das dann einfach gar nicht schädigen. Aber wenn die Menschen unten Schäfer, das Wissen ist halt nicht mehr so da, dass
Da muss man halt einfach Vorkehrungen treffen. Kann ja auch sein. Ne? Okay, jetzt wir gehen jetzt diese Rückegasse da runter in den nächsten Bereich und den Hang wieder, da kommen wir im Südhang rein. Da können Sie wieder auf den Boden schauen, da werden wir auch dort stehen. Da haben wir dann die nächste Entwicklungsstufe jetzt zu dem, was wir jetzt haben. Es gibt vier Förster und fünf verschiedene Meinungen. Ja. Es ist überall
so einfach danach. Aber es ist halt immer wieder Horizont der Weide, wenn man mit Kollegen zusammen kann. Ich bin jetzt letzte Nacht erst zurückgekommen von einer Exkursion, da waren wir in Niederösterreich und in Tschechien unterwegs. Da haben wir selber Exkursionen gemacht, dann auch interessant, wie die das machen. Aber man kann immer dazu lernen. Aber wie gesagt, ich versuche schon, so ohne wie möglich das zu machen und dass alle zufrieden sind. Einen guten Stand verkaufe und einen Preis erziele. Ich habe mal mit dir jetzt, von einem Stadtwald in Maastricht drin, eine Eiche abgemacht, weil man da auch, die hat so eine Dimension gehabt, war im Weg von der Rückenkasse, wo ich meine Karte sehe. Da habe ich gesagt, dann bringen wir auch eine Versteigerung. Da haben wir dann wenigstens was davon. Ich kann auch mal eine steile Eiche abmachen, wenn wir den Steigebäumen nicht da haben. Da habe ich die abgemacht, ich habe sie selber umgesägt, kann auch selber noch ein paar umsägen. Und dann ist da schon das Wasser rausgekommen, wo ich da die Säge angesetzt habe. Aber konnte ist ja schon raus und wollte ich wieder tun. Aber das habe ich schon gesagt, dann bringe ich die hin. Das war der wertvollste Stand auf der ganzen Steigerung. Hm. Hat Kubikmeter, das hat er gedacht, 1200. Und das waren knapp über 2 Kubikmeter, nur das größte Stand. Hauptfeier, das waren 12,5, hat da 200.000 Euro. Und das erfreut einen. Ich kann das nicht nachvollziehen, warum. Aber die Sägeindustrie ist eine Wissenschaft für sich, oder die Ansprüche von den Schreinern oder von den Furnierern, die sehen das mit ganz anderen Augen, das können wir nicht nachvollziehen, oft, das wird uns immer ein bisschen bleiben, da müssen wir erst einmal ein paar Jahre wahrscheinlich da Erfahrung in dem Bereich sammeln. Wir sehen das eben ein bisschen mit anderen Augen, aber wenn wir sehen, das könnte die Qualität sein, dann versuchen wir das natürlich auch so gewinnbringend. Ja, witzig, eine Zunge Nein, natürlich nicht. Diese Vorgaben haben wir nicht. Wie gesagt, wir haben hier die Stiftung. Die Stiftung will das Schloss erhalten. Da muss einfach ein gewisser Teil rein. Und ich kann dem ohne großen Gewissen sagen, so und so viel 1000 Euro kann er einfach wirtschaften mit dem Wald, ohne dass ich den finde. Das ist die Sorge. Das ist für mich der bessere Weg. Ne? Das ist immer unterschiedliche Ansätze. Mit dem, wo Gewinne ziehen, wie ja. Oder mehr, ist das Problem. Wenn die Bayerische Staatsregierung schreibt, es muss so und so viel erwirtschaftet werden, dann interessiert es die nicht, wie viele Bäume da umgesägt werden. Ne? Und das war ja früher. Früher haben sie, sagen wir mal, viel mehr kleinere Forstbetriebe gehabt innerhalb der Region. Ja, ne? Das ist ja alles abgeschafft worden. Geht ja heute alles im Großen. Und ich kann, für mich ist nicht die oberste Prämisse, diese oberste Gewinnmaximierung. Das ist dann nicht die Prämisse. Wenn ich eine Gewinnmaximierung machen will, ne, dann kann ich kein anderes vorgehen oder muss kein anderes vorgehen. Wenn Sie jetzt den Druck hätten, Sie müssen so und so tun, dann müssen Sie das machen. Dann müsste ich das machen. Ja. Ich kann mich jetzt gut hinstellen, weil ich in der glücklichen Situation bin, einfach nicht diese Vorgaben zu machen. Das ist schön. Du siehst das ja bei uns im Reichswald, wo vorher der Förster noch war, jetzt trägt der Wald die Früchte. Was der Mann, der jetzt leider verstorben ist, aber was der gesetzt hat vor 30 Jahren. Das ist schön an unserem Beruf. Es ist schön an unserem Beruf, dass wir was produzieren oder was machen, was man in 200 Jahren sieht. Oder kaputt machen. Wie gesagt, beim ersten Punkt, wo wir anfangen haben, ich habe, wie ich das gesehen habe, erst einmal die Hände in den Kopf zusammenschlagen, wie kann man so einen schönen Eichenbestand nicht so unterpflanzen. Aber man muss ja immer auch sehen, das ist auch schon wieder 50 Jahre her, der Mann war auch nur ein Kind seiner Zeit, der hat da auch gedacht, dass er das richtig macht. Wenn wir jetzt da so arbeiten, denken wir auch, wir machen jetzt das richtig. Wir wissen aber nicht, was in 50 Jahren ist. Klar, logisch, da kann dann auch sein, das haben die gemacht. Also deswegen kann man das nicht verurteilen. Das ändert sich immer wieder. Der Bayerische Wald war vorher auch ganz anderer Wald. Ja. Und dann kam aber das Holz durch die Glasindustrie, hat man viel Holz gebraucht, dann hat man schnell wachsende Bäume rein. Dann ist die. Aber obwohl, wenn man das sieht, wie das vorher ausgeschaut hat. Das
Hat sie jetzt auch schon wieder ganz schön. Das ist so verwaschen, aber wunderschön. Wunderschön. Ich liebe den Nationalpark. Ja. Das ist wunderschön. Aber solche Wälder zu sehen, diese, was die Natur die schafft. Die Natur wieder ja, kommt und die ohne Hilfe des Menschen. Ohne Hilfe des Menschen. Genau. Die haben alles vergessen. Genau. Aber es dauert halt nur 10 Jahre. Wir haben ja den Anspruch, wir versuchen, aber wir sprechen ja von naturnahen Waldbau, den wir gerade haben. Und das will man natürlich so nah wie möglich versuchen. Das ist halt dieser Spagat an. Waldbau ist nichts Natürliches, das beeinflusst nicht den Mensch. Das sind auch keine Urwälder, die wir haben, das sind alles Wirtschaftswälder. Aber dann wollen wir das so naturnah wie möglich. Da wollen wir hin. Da habt ihr jetzt mal ein Beispiel, wie der doch auch einen Knoten in der Ecke macht, dass er eigentlich kommt. Genau, ja. Ja, genau. Und er kommt da hoch. Gell? Wahnsinn. Das ist aber nicht innerhalb von einem Jahr passiert. Ich glaube es auch nicht. Aber er hat einen Weg gefunden. Er hat noch Zeit gehabt. Wenn Sie noch Fragen haben oder Anmerkungen, das muss ich auch nicht immer noch gerne fragen. Wenn nicht, dann gehen wir jetzt die Regelkarte runter, kommen wieder auf einen Waldweg, da gehen wir dann links rum und gehen dann wieder Richtung Untergrund. Gemütlich, wir haben es noch eilig, gehen wir wieder zur Schreinerei. Da treffen wir uns dann, da gehen wir noch zum Stapel. Da sehen Sie dann noch die Eiche, die da dort gestanden ist. Die hier aus dem Wald ist. Ah ja. Da kann es ja auch Spaß machen. Ja. Okay. Auch ich wünsche mir an der Stelle ganz herzlich für die Bekanntung, die jetzt zur Einführung, die auch im Nutzen aufgetragen war. Ich denke mal, das ist ein ganz guter Einblick, wie man Waldbau sinnvoll machen kann, wie man auch die Natur richtig nehmen kann, was sonst noch alles so dran hängt, von Bodendenkmälern bis die Art, am Förster Einfluss hat. Und vielleicht kann man jetzt auch verstehen, warum wir unser Holz eben größtenteils über die SPG beziehen und beziehen wollen auch, weil ich so weiß, dass der Holzschlag das verantwortungsbewusst erzeugt worden ist. Ich könnte auch im Internet gehen und mir irgendwo auch schauen, was für ein Gerät heute geworden ist. Und auf was bin ich jetzt drauf dann? Ich kann mal nachher gucken. Ich kann es Ihnen mal zeigen. Ich habe es mein Handy gebracht. Darf ich mir zum Beispiel der Winter nur jetzt, ich habe im Grundkopf, weil es zu der Zeit, wo der in der Winter da war, sehr sumpfig war bei uns vorne am Gelände und wir brauchten nicht als Stamm. Also da hat er gerade nicht gereicht und wir konnten nicht reinfahren. Deswegen sind wir einfach nicht mehr mit waren, wie gesagt, normalerweise werden wir den drinnen. Das war jetzt diese Eiche. Da sieht man vom Holz her, wenn man den Stapel daneben anschaut, der jetzt relativ grau schon ist, der liegt schon länger. Ja. Hier, das ist noch frisch eben von heuer, das ging ja. Und das liegt dann seit 2 bis 3 Jahre Bau überdacht im Außenlager. Der Vorteil ist einfach, dass es auf die Weise sehr schonend geht. Was ich nicht günstig, also gerade bei der Eiche muss man sehr vorsichtig sein. Die Eiche ist sehr empfindlich, was Trocknen betrifft.
also auch dann in der Trockenkammer, die Feuchtigkeit nicht so leicht frei. Und wenn ich das so schnell trockne, dann entsteht die Holz der Druck und dann zerreißt die Zelle in der Zellproduktion. Da muss man aber trotzdem sehr aufpassen. Und deswegen ist das ein bisschen problematischer, dann hat das Problem weniger, aber man muss. Das sind unsere beiden Trockenkammern, da haben wir jetzt das Tor erneuert. Jetzt zeige ich vielleicht da mal, weil es da einfacher geht. Da können wir auch mal kurz einen Blick reinmachen. Also nach 2 Jahren eben, wenn das Holz luftgetrocknet ist, kommt das hier rein. Da können Sie gerne mal mit Wärter und mal reingehen. Der Schwanger ist schön da. Im Winter geht er rein, gell? Sonst wird es sich sehr maßlos und verteuern. Ja, ja. Ja, das ist so Kreislauf, die kann ich lange. Aber es entwickelt sich vor allem auch von der Trockenung her und die Krankheiten, dass man das in der Form macht, weil man einfach merkt, dass die Holzer zum Beispiel dann in der Zeit aufbrennen, an der Seite wesentlich weniger Spannung. Das sind auch einfach Baumscheiben, die haben wir jetzt einmal die übrig geblieben von den Stämmen, haben wir das Ding abzählen müssen und das wird einfach die Oder das ist ein Rot, das ist Holz ist ein Naturprodukt. Und in jedem einzelnen Brett steckt auch die Geschichte von dem Baum drin, die der erlebt hat, diese ganzen 1800 und 200 Jahre, die wir da draußen gelebt haben. Das sind nur noch so alte Bewegungen. Aber da kommt es genau in der Richtung, was der draußen erlebt hat. Jede Veränderung, so eine Bewegung, automatisch,
und auch die Vorstellung nach der Frage 10 haben, dass jeder Eingriff kann. Sehen, da draußen sehen wir nicht, was drin drin ist. Ja, wie ich gesagt habe, die Eiche, die ich umgesägt habe, da kommt auf einmal das so nass kam drin, das sehe ich von außen. Mhm. Das sieht man erst, wenn man da ein bisschen auch mal die Aufbau, wenn du da noch schon die so zwei Leute gemeint haben, aber Wir profitieren davon, also wir haben jetzt da, das war in der Betriebe, was machen wir jetzt von den Fakten, das ist ein bisschen leichter.